Servus Leute, und da sind wir zurück zu Let's Play Empire Total War. Das Remake, auf das wir uns alle gefreut haben. Ja, beim letzten Mal haben wir den Adel rebellieren lassen. Ich wollte wissen, was passiert. Und nach dieser Schlacht erfahren wir es. Denke ich mal zumindest. So, die wanken eh schon hier. Der Beschuss hat leichte Waffen, okay. Naja, gleich haben sie noch ein anderes Problem. Falls sie sehen, was sich hier vor ihrer Nase aufbaut. So, die sind schon müde. Naja. Dass die überhaupt gar keine Kartätschen abfeuern können, diese Saka. Also ich habe die eh noch nie ausgebildet. Das ist so eine scheiß Kanoneneinheit einfach nur. Die haben, glaube ich, nur ein bisschen mehr Reichweite als wie die normalen. So, Sieg! Und was für ein glorreicher. Im Krieg gibt es keine Alternative zum Sieg. Douglas MacArthur, US-General. Ha, schöne Musik. Das erinnert mich ein bisschen an Mount and Blade Napoleonic Wars. Wo immer so eine friedliche Musik im Hintergrund kommt, während man den feindlichen Soldaten das Gesicht runterschießt. Revolution erfolgreich, Portugal! Thronanwärter besiegt. Ja, normalerweise ist die Rebellion etwas, das wir eher gegen Ende des Spiels macht, aber so. Nein, wir behalten unsere Flagge. Gott sei Dank, weil diese komische Rebellenflagge hätte eh nicht so toll ausgesehen. So. Wir haben natürlich jetzt durch den Sturm auf die Hauptstadt ein paar Gebäude beschädigt. Mei, sowas passiert mal. Kollateralschäden nennt sich sowas. So. Und Serviano de Freitas hat sich bewährt im Kampf. Das Ding hier wird bitte aufgelöst. Das war ja mal der volle Scheißdreck. So, wir haben eh fast keine Verluste gemacht. Unser General auch nicht. Gut, rekrutieren können wir gerade nichts. Und wir haben nun Maria Sophia als Monarchin. Wir haben absolute Monarchie. Ausgezeichnet. Genau das, was ich wollte. So, jetzt können wir hier wieder runtergehen. Dabei gehen wir runter. Da lassen wir den Adel bluten gleich direkt zu Anfang. Jetzt haben wir Unterklasse und Adel, genau. Vorher hatten wir Mittelschicht. Gut, wir verdienen jetzt weniger. Es liegt aber daran, dass jetzt momentan noch alle Gebäude beschädigt sind. Das wird sich jetzt nächste Runde wieder ändern. Aber jetzt können wir mal unsere Minister frei auswählen. Und zwar direkt mal unser Armeeminister hier. Taktiker. Plus 1 auf Armeeverwaltung. Der Luis Dorado wird gleich mal unser neuer Armeeminister. Sehr schön. So, Justizminister. Er ist Ladenbesitzer. Marcos Sacramento. Xagrek Pombal, Thomas Rios, er kann gar nichts, okay. Er ist auch Taktiker. Ernesto Freitor, das Leben ist schön. Und Schutzherrwehrer, aber man kann ihn auch als Richter einsetzen. Hat er zumindest 3 Sterne. Er hat harter Ruf und Taktiker. Er wird sich in der Regierung auch erstmal gut machen. So, in Indien. Die beiden können gar nichts. Und der in Indien, was kann der? Er ist nur Schutzherr. Das heißt, wir können hier mal eigentlich ersetzen, wie wir gerade lustig sind, damit wieder neue Kandidaten nachgespawnt werden. So, Regierungsbeliebtheit, 22%. Klar, neue Regierung erstmal nicht beliebt. So, da Joao und Maria Franziska sind noch da, okay. Das heißt, wir haben jetzt quasi unsere Königsfamilie behalten, aber unser alter Herrscher wurde abgesetzt. Grausam, wie es sich gehört. So. Eigenschaft erhalten. Teobaldo Viqueira. Status quo. Sehr schön. Und Gefolgsmann gefunden. Christasur Neto, ein Sommelier.
Das sieht doch ganz gut aus. Damit haben wir jetzt endlich unsere absolute Monarchie, die wir wollten. Auf unser Indien-Projekt hat das keine Auswirkungen. Ich könnte hier unten mal noch eine Kanone gebrauchen. So, die Frage ist jetzt, was greifen wir an? Ah nee, halt mal, unsere Armee kommt. Haha, stimmt. Ich habe eine Armee geschickt zur Unterstützung. Stimmt, da. Damit wir endlich in den Kolonien etwas entlastet werden. Gut, dass wir uns mit Spanien gerade so gut verstehen. Weil ich hatte schon befürchtet, dass die Spanier relativ pissig auf uns sind. Osmanisches Reich. Okay, die waren jetzt etwas länger dran. Schluck, schluck. Was machen sie? Ha, Krieg. Jetzt kommt gleich der Mysur mit einer Fullstack-Armee. Nein, kommt er nicht. Okay, alles klar. Gut. Barbareskenstaaten haben auch eine sehr interessante Flagge. Piraten. Geisteswissenschaftlicher Fortschritt. Epirismus. Diese Nation hat einen großen sozialen und ökonomischen Fortschritt erzielt. Damit für den Augenblick einen Vorsprung durch gegenüber ihren Rivalen. Und in Goa ist die Mauer fertig. Das ist schon mal ausgezeichnet. So, Flotte kommt an. Roberto Fernandes. So. Erstmal die Armee absetzen. Und die Armee gen Mysur schicken. Okay, die Armee ein wenig verstärken und dann gen Mysur schicken. Wobei das, was er da hat, ist ja mehr als lächerlich. Anshan Dingar. Ich kann eh gerade keine Verstärkung reinpacken. So, die haben 110 Reichweite, 30 Präzision. Die sind eigentlich relativ gut. Was hatten die? Habe ich überhaupt normale Linieninfanterie? Nein, habe ich nicht. So, Einheit rekrutiert. 12-Pfünder-Fußartillerie in Goa. Ausgezeichnet, Gefolgsmann gefunden. Fabio de Brito. Ein amüsanter Schurke. Und Krieg erklärt. Diese Fraktionen liegen nun im Krieg. Österreich und Frankreich. Na, göttlich. Oh, und ich sehe gerade, die Maraten breiten sich aus. Das muss jetzt gleich mal direkt unterbunden werden, hätte ich gesagt. So. Ein paar von den Frischlingen schicken wir jetzt mal mit hier, hätte ich gesagt, mit denen. Dann können wir die nämlich auseinandernehmen. Dann können wir so schnell wie möglich Mysur einnehmen. Und unsere Stellung hier unten hoffentlich ausbauen. So, dann rekrutiere ich hier noch einmal Sepoy rein. Kommt da eigentlich auch noch ein Rekrutierungsplatz dazu? Jawohl, zwei. Dann hat man zwei Ausbildungsplätze. Sehr schön. Aber das freut mich schon mal, dass wir hier jetzt unsere Stellung so gut festigen konnten. Unsere Flotte werde ich gleich mal dazu einsetzen, um seinen Hafen hier anzuzünden. Ein bisschen muss man ihn ja auf den Sack gehen. So, wie sieht es gerade in Europa aus? Unseren Lebemann möchte ich ganz gerne mal da oben bei den Vereinten Provinzen wissen. So, Paris. Frankreich. Schauen wir mal, mit wem wir jetzt noch alles Kontakt aufnehmen können. Gerade jetzt auch von den großen Nationen. Frankreich ist uns nun freundlich gesonnen. Vielleicht können wir mit Frankreich. Oha, Elisabeth I. Der Ludwig XIV. Ist gestorben. Macht furchterregend, Wohlstand spektakulär. Macht mächtig, Wohlstand wohlhabend. Dafür, dass wir nur zwei Provinzen haben, ist es doch schon recht gut. Ah ja, wir können ja kein Bündnis machen, stimmt. Das haben wir ja schon mal versucht. Alle vorherigen. Ah, Preußen sind sogar auch freundlich gesonnen. Friedrich I. König. Russland freundlich, Schweden freundlich, Spanien geschätzt. Feinde Provinzen feindlich. Vielleicht können wir mit denen einen Frieden aushandeln. Nein, die möchten nicht. Na gut. Dann werden sie dran glauben müssen. Österreich freundlich. Okay, Osmanisches Reich sogar auch freundlich. Mogulreich. Maratenreich natürlich feindlich. Bei denen sind wir jetzt geschätzt. Mit denen können wir mal noch militärischen. Oh! Scheiße. Das war jetzt so eigentlich nicht gedacht. Okay. Gerade nochmal gerettet. Gut, alles klar. So von den kleinen Nationen her.
Jetzt ist die Hintergrundmusik wieder so richtig. Jetzt kann man sie wieder ein bisschen lauter machen. Jetzt ist sie eher so untertönig, aber ich möchte ja, dass ihr sie auch hört. Ah ja, jetzt kann ich ja hier wieder Ausbauarbeiten vorantreiben. Ah, jetzt kann ich eine Artilleriefabrik bauen. Ausgezeichnet. Ah, ich baue lieber erstmal... Ah ne, kann ich mir eh nicht leisten, das Kolleg. Na, dann spare ich noch. Dann spare ich mir das noch. Dann würde ich sagen, knöpfen wir uns nächste Runde erstmal noch die Maisur vor. Denn sie haben es nicht besser verdient. So, was die Osmanen immer so lange treiben. Ich könnte sie abfangen. Will ich das? Hindu-Musketiere. Linieninfanterie. Bewaffnete Bauern. Bagir-Infanterie. Shatumal-Kamil-Schützen. Hm, nee. Die können mir eh nichts anhaben. So, das war doch eine sehr erfolgreiche Runde, wie ich finde. Einer hat rekrutiert. Sepoy. Gefolgsmann gefunden. Einen Sommelier. Camilio Antwinkes. Jetzt schauen wir mal, wie es allgemein wieder... Oh, da ist ein guter. Fabiao de Brito ist nachgekommen. Das Leben ist schön. Den könnten wir zu unserem Gouverneur von Indien machen. Das ist eine gute Idee, ja. Nur 2 Unterhaltskosten für alle Armeeeinheiten. Das ist schon mal schön. Sieht es eigentlich aus mit unserem... Oh, oh, schön, schön. So, da setzen wir uns gleich wieder rein. Lass mal ihn richtig schön auf den Sack gehen, so wie sie es verdient haben. So, jetzt möchte ich aber hier ganz gerne das königliche Observatorium gebaut wissen. Und in Indien knöpfen wir uns jetzt die Maisur vor. Leibwache des Generals 2-mal gleich. Und Derwische. Derwische einfach nur, okay. Nahkampfinfanterie. Gut. Antonino Luis de Sousa gegen Anjan Dengar. Es kommt zur Echtzeitschlacht. Ich finde, dass das Ergebnis nicht so eindeutig war. Deswegen möchte ich das ganz gerne. Und jetzt, wo diese Echtzeitschlachten nochmal deutlich schöner sind und mehr Spaß machen, möchte ich diese Gelegenheit mir nicht entgehen lassen, um eine weitere Echtzeitschlacht anzustoßen. So, Gott ist nicht auf der Seite der großen Bataillone, sondern auf der Seite desjenigen, der am besten schießt. Voltaire, französischer Autor, Geistesgröße und Philosoph. Muss man mal nur irgendwann mal einen schlauen Satz rausgekloppt haben, den viele Leute gehört haben, und schon kommt man in dieses Spiel, wird man dann zitiert. Das ist doch auch was. So, Freunde, das sieht mir ja nach sehr unebenem Terrain hier aus. Terrain? Das finde ich ja eher uncool. Jetzt habe ich doch gar nicht mehr die Infanterie aufgestellt. Jetzt war ich zu... stark drauf versessen. Ach, das war, ist ja alles noch, sind ja alles so Anfangstruppen, die noch nicht. Na Gott, stellt ihr euch einfach mal dahin. So, was hat denn der? Er hat sehr viele Elefanten, das ist schon mal klar. Weil das ja klar ist. So, Kolonialmiliz. Also ich bin schon ehrlicherweise tatsächlich sehr froh, dass ich die Flagge nicht in dieses komische, in diese komische Kommunismusflagge da gewandelt hat. Okay.
Wir müssen eigentlich tatsächlich bis hier vorfahren. Bei Kanonen ist es ja ganz wichtig, das Gelände im Auge zu behalten. Hier, wenn man die aufzieht, dann sprinten sie wenigstens nicht gleich schon. Das ist dann doch eine sehr, sehr lästige Angewohnheit bei Shogun und bei Rome 2. Ich finde, wann sie sprinten, sollte man selber per Tastendruck entscheiden, nicht einfach, wenn man sie so aufzieht. Ich meine, gut, man gewöhnt sich ja dran, aber... Oh, die wollen sich schon aufmucken. Scheiße. Ach du Scheiße, wie schnell denn? Wie schnell sind denn die? Du Heiliger. Feuer, Männer, feuert! Oh Scheiße, jetzt kommen die Elefanten. Oh, das endet ja mal wieder super im Chaos. Hier, wie schnell waren denn die jetzt bitte schön da, hä? Deckung, Leute. Okay, Leute, jetzt beruhigt ihr euch mal erstmal wieder. Formation. Du Heiliger. Ey, ihr seid Pikeniere, spießt sie doch auf. Ah, verdammt mich doch, ey. Okay, die nehmen meine Leute mal richtig auseinander. Na gut, die Pikeniere ist jetzt nicht unbedingt eine Einheit, die man lange im Spiel braucht. Angreifen. Achso, weil sie fliehen. Ja, das erklärt vielleicht einiges. In der Schlacht ist die Musik wieder so richtig aufdringlich. Auf der Kampagnenkarte so la 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 la. Und hier wieder so. Ja, Freunde, doch, wir sind leider schon wieder über die Zeit hinaus. Mensch, ich schieße hier immer was Ziel hinaus. Freunde, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir das Schicksal der Maisur besiegeln. Und wenn es wieder heißt, Let's Play Empire Total War. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut. Euer Max.